In den letzten 24 Stunden gab es bei der MSU folgende Änderung. In Richtung Lemjansk, Kupjansk gehen die heftigen Kämpfe weiter. Wieso versucht mit aller Kraft am anderen Ufer Fuß zu fassen. Es gelang ihm südlich von Kupjansk einen Übergang über den Fluss Askol einzurichten. In Zukunft wird die Wissou versuchen, eine Offensive zu entwickeln, sowohl nach Kupjansk, um die alliierten Streitkräfte endgültig zu zerschlagen, als auch nach Baraweia. Russische Truppen versetzen der Konzentration des Feindes in der Region Wuretsche einen spürbaren Schlag. Mehr als die Hälfte von 40 Militärfahrzeugen wurden zerstört, ganz zu schweigen von menschlichen Verlusten. Nach dem Angriff musste das ukrainische Kommando den Angriff auf den östlichen Teil von Kupjansk verschieben. In der Region Walachansk sammeln die Streitkräfte der Ukraine kleine Sabotagetruppen, unter denen es viele ausländische Söldner gibt. Diese Gruppen werden die Grenzpunkte von Belgorod belästigen. Es ist offensichtlich, dass diese Siedlungen wie in Donetsk zu Frontlinien werden. Die Wissou übt Druck auf alliierten Truppen in Rybzy aus, um Baraweia aus dem Süden zu erreichen. Von Baraweia wird der Feind mit einem weiteren Vormarsch nach Kreminaja und Swertawa ziehen, um einen Kessel zu erstellen. Von Svetogorsk gelang es der ukrainischen Gruppe, die alliierten Streitkräfte aus Jerawaja zu vertreiben. Die Situation mit der Beibehaltung von Krasny Liman wird immer komplizierter. In Richtung Lissitschansk verschanzten sich ukrainische Truppen nach langwierigen Kämpfen in Belagowka. Wie erwartet hat der Feind, der seinen Weg durch Nationalpark Kreminski gemacht hat, versucht, die strategische Kreminaja zu nehmen. Alliierte Truppen drängten den Feind zurück. Der Zweck der Eroberung von Kreminaja war der gleiche, die Schaffung eines Kessels. In der Tjomowski-Richtung brennen Wagner-Kampftruppen den Feind buchstäblich aus. Der gesamte östliche Stadtrand wurde in ein befestigtes Gebiet umgewandelt. Ukrainische Gruppe hat seit Beginn des Konflikts seine Gewohnheit, aus Wohngebieten zurückzuschießen, nicht geändert. Der größte Teil des Unternehmens, das Tjomowsk-Werk, der Schaumweine und der angrenzende Viertel, ist unter Kontrolle der Alliierten. Feindliche Einheiten, die versuchen, das Fabrikgebäude einzunehmen, wurden von Wagner-Truppen umzingelt. Infolgedessen wurden 75 Soldaten zerstört, der Rest hat sich ergeben. Die Gefangenen sagten, dass jetzt ein starker Nachschub in Richtung Limansk-Kupjansk geht. Nach vorläufigen Informationen haben Wagner-Sturmtruppen Zaitsevo eingenommen. Und dies ist ein zusätzlicher Vorteil bei der zukünftigen Eroberung von Artjomowsk. Bei Gorlovka befreite die 3. DVR-Brigade schließlich ein zweites Zaitsevo von den ukrainischen Streitkräften. Jetzt bereiten sich die VR-Truppen darauf vor, den Feind aus Majorsk, dem nordwestlichen Stadtrand von Gorlovka, zu vertreiben. Jetzt läuft Werbung. In Richtung Donetsk schießen die Streitkräfte der Ukraine weiter auf Zivilisten. Aus französischen Haubitze Caesar wurde bei Kinski Kommissarplatz getroffen. 16 Zivilisten, zwei davon sind Kinder, wurden getötet. Artillerie der alliierten Streitkräfte schont keine Munition und trifft Wissou in Avdiivka, von wo aus hauptsächlich Angriffe auf Zentrum von Donetsk durchgeführt werden. Die Wissou haben Intensität der Angriffe auf Mariinka und Pesky bis zu fünfmal am Tag erhöht. Hier halten die VR-Einheiten professionell die Linie und schicken den Feind zu Bandera. In Saporischschja zerstörte ein Präzisionsangriff der russischen LSK die Zechen im Werk von Iskra, in denen amerikanische Heimatsanlagen gewartet wurden. Soldaten der russischen Armee veröffentlichen ein patriotisches Video mit dem Motto „Kein Schritt zurück aus Saporischschja“ und versprachen, die gesamte Saporischschja-Region zu befreien. Die Aussage ist wirklich ernst, was die Hoffnung für den prorussischen Einwohner vor Ort weckt, dass sie mit Russland für immer zusammenbleiben. In Richtung Andrejewski schlugen russische Truppen die Wissou zuerst aus Tschkalowo und dann aus Besymanne und Schislive aus. Damit wurde der feindliche Brückenkopf stark reduziert. Trotz der künstlichen Erhöhung des Wasserspiegels errichtete die Streitkräfte der Ukraine Überquerung in der Nähe von Kalinowski. Die russische LSK zerstört kontinuierlich dort den Feind.
Karatschanowski-Stausee wurde wieder von russischen LSK beschossen, um die Wiederherstellung des Damms zu verhindern. In Nikolaev wurde ein Panzerwerk durch Raketenangriff zerstört. Russische Truppen haben mit einem Präzisionsschlag ein Lagerhaus mit Treibstoff und Schmiermitteln, die sich auf dem Territorium des südukrainischen Kernkraftwerks befinden, zerstört. Die Station selbst wurde nicht beschädigt.